Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und Sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.